Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Vorzeigevideo. Des Weiteren habe ich mir für ein Apfel und ein Ei so ein Schulterstativ geholt. Also ich habe euch jetzt nicht mehr in der Hand, sondern ihr seid an mir dran. Ist vielleicht wackeliger, ich weiß es nicht, aber es ist halt auch irgendwie cool, ne, wenn es so mitgeht. Aber es ist auch sehr nah. Naja, okay, komm, wir gehen mal ins Büro und dann zeige ich euch mal, wie der Hase läuft. Also hier ist endlich der Riesen. Schreibtisch und hier noch der andere. Es waren auf jeden Fall zwei nötig, wie man hier sieht. Also einfach, weil ich den Platz halt zum Arbeiten brauche. Ne? Und da ist der ganze andere Kram. Da fällt mir ein, dass ich das aber doch noch eine Sache fehlt. Und zwar habe ich hier eigentlich immer den Ding stehen, den Raspberry. Ihr wisst ja, da habe ich mal ein Video drüber gemacht, über den Raspberry Pi. Da habe ich mir jetzt einen Bildschirm geholt. Habe ich auch schon benutzt, echt cooles Teil. Aber jetzt habe ich ihn eben für solche Steckspielchen und eben elektronischen kleinen Firlefanz benutzt und da brauche ich dann wiederum diese Leiste, ja eben für die Spielereien. Also das ist so der Arbeitsplatz, an dem ich sitze und rumfuhrwerke. Da sind die beiden Bildschirme. Hier ist die W-Taste, die ich austauschen musste. Warte mal, die alte habe ich irgendwo. Das Plus, das da drin war, ist halt einfach rausgebrochen. Da sind die anderen beiden Teilchen. Da ich letztens mit der Wife was aufnehmen wollte, steht die hier auch noch rum. Achso, und generell noch zum Aufbau. Mal so, hoppala. Hier ist jetzt nichts Fancyes oder sowas. Das ist einfach reingestellt. Ich habe keine Lichter oder irgend so einen Scheiß. Ich habe Löcher in der Wand hier. Da habe ich den Putz abgeklopft aus Versehen. Das steht zwar auch auf der Agenda noch zu machen, aber mir ist das Aussehen völlig wurscht. Also ich denke, man sieht, dass ich will einfach nur, dass es funktioniert alles und dass hier der ganze Kram überall da steht, wo er, ja, eben am besten genutzt werden kann. Hier direkt nebendran ist nochmal auch ein Schrank, der vollgestopft ist mit Schotter, also da ist die Drohne drin, da ist die HTC Vive, noch Pfeifenkram, Reinigungsfets und eine externe Festplatte und so Kram. Und da oben ist meine Uhr. Und hinten dran steht noch die Super Nintendo Verpackung. Die habe ich natürlich aufgehoben, ist klar, sowas muss man aufheben. Ja, da an der Wand hängen die, ihr wisst schon, für die Vive, die Teile. Ja, den Schrank habe ich jetzt schon seit 2-3 Monaten bestimmt nicht mehr abgewischt. Aber wer hat schon Zeit für so einen Schotter? Ain't nobody got time for that. Das ist von Fallout, gell? Ja, ja. Ja, das ist im Moment das Setup. Achso, jetzt habt ihr den Stuhl nicht gesehen. Der kennt ihr von Ikea halt, dieser Hermann oder wie er heißt. Man sieht, dass ich nicht auf Bedazzle stehe. Ich will einfach nur, dass es halt funktioniert. Da kommen noch einige Sachen dazu, unter anderem eben das neue Mikrofon und Mischpult. Und ich werde die Wände noch bekleben mit solchen Schaumatten, ihr wisst schon, für die Akustik. Es sind wieder einige musikalische Geschichten geplant und deswegen muss ich da langsam mal ran. Und ihr wisst ja, das alte Mikrofon hat Aussetzer. Das werde ich dann, wie im Stream angekündigt, auch als Spendenziel eben einstellen. Also erst das Mikrofon und danach das Mischpult. Das muss erst noch herausgesucht werden. Da übrigens auch direkt mal wieder ultra fette Props an René, mein Beat-Producer und Soundmensch und Allwissender über Musik. Er macht immer die überkrassen Beats und berät mich vor allem. Obwohl ich so eine verschissen treulose Tomate bin. Mit mir zu kontakten oder in Kontakt zu stehen, ist nicht immer einfach, weil ich halt manchmal, ich schreibe halt einfach 3-4 Monate nichts und so weiter. Also es ist nicht einfach mit mir. Daher auch nochmal vielen Dank und Entschuldigung an dich, dass ich da so dödelig bin. Aber es läuft im Moment wieder an. Also wir sind am Hasseln und haben dann wahrscheinlich auch bald wieder was Dickes in der Mache. Nun aber noch als offizielle Ansage. Der Zweitkanal ist jetzt da. Er ist seit einem Monat, glaube ich, da. Ich habe noch kein Video gemacht, wo ich eben sage, hey, der Kanal ist da. Heute werde ich es auch in den Titel schreiben, sowas wie Roomtour plus Zweitkanal. Der Kanal ist unter jedem neuen Video verlinkt. Der steht einfach unten in der Videobeschreibung bei dieser Linksammlung, wo auch Twitter und Merch und der ganze Scheiß steht, auch ganz groß Zweitkanal. Des Weiteren ist er auch, wenn ihr auf meinen Hauptkanal geht, rechts sind auch die Kanäle aufgeführt, die man zuschauenswert findet. Ich glaube, so heißen meine. Hat da jeder Kanal, ne, rechts von wegen Partner oder sowas. Da ist er auch ganz oben drin. Und der dritte und einfachste Weg ist, wenn ihr einfach Bubbler Leerzeichen Plays sucht. Also Bubbler Plays. Der Kanal ist mittlerweile findbar, das heißt, ihr könnt einfach danach suchen und dann habt ihr. Da erscheinen Videos, die auf dem Main-Kanal nicht erscheinen. Also meistens ungeschnittene Dinge von Spielen, die auch nicht auf dem Main-Kanal erscheinen. Wie zum Beispiel jetzt eben Jurassic World, Slime Rancher, Fallout und sonst was. Ja, da erscheinen Langzeitprojekte, eben einfach Stücke, wow, ungeschnittene Sachen, alles Mögliche. Alle möglichen Vorschläge, die ihr auch habt, spieletechnisch, werden da durchgewurstet mit einem Aber und zwar nur Stück für Stück. Es gibt keinen festen Uploadplan. Man kann wahrscheinlich fast sicher sagen, wenn auf dem Main mal nichts da ist, ist auf dem Zweitkanal bestimmt irgendwas da. Aber es gibt jetzt nicht einen festen Plan von wegen jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag. Immer wenn ich Zeit und Lust habe, was zu machen, dann nehme ich ein bisschen was auf, 3, 4, 5 Videos und habe dann für 3, 4, 5 Tage eben vorproduziert. Und es kann auch mal sein, dass eine Woche nichts kommt. Aber da die Videos da viel länger sind, also meistens 30 Minuten lang, hat man eben auch länger daran zu gucken. Ne? Ich musste mal von euch wissen, wie wackelig diese ganze Angelegenheit ist. Es kommt mir sehr wackelig vor,
Aber das Ding hat auch einen Wackelunterdrückungsmodus, die Kamera, obwohl sie schon sehr alt ist, hat sie das. Weil ich eben auch vorhab, einfach mal dann freihändig, was ich jetzt ja endlich machen kann, in die Weinberge zu gehen mit dem Teil. Auch mit dem Ansteckmikrofon. Im Moment habe ich nur das Kameramik, aber normalerweise werde ich dann ein Ansteckmikrofon haben. Und dann kann ich einfach mal durch die Wildnis schlappen, euch so ein bisschen was zeigen und eben mit euch reden. Dafür wäre es wichtig zu wissen, wie wackelig die Angelegenheit ist. Weiter weg komme ich nicht vor meinem Gesicht. Übrigens, ich habe hier zwei Aufsätze schon drauf. Ich werde nicht weiter wegkommen. Also ihr seid schon ziemlich nah, für mich ungewohnt. Beziehungsweise, eigentlich habe ich da schon auch immer die Kamera. Aber sie ist jetzt halt fest. Aber auch echt cool, ich kann einfach voll mit euch reden. Einfach so. Ich muss nichts machen, ich kann dabei klatschen wie ein Verrückter. Und so weiter und so fort, ja. Heute Abend ist Livestream. Ab 18 Uhr, wisst Bescheid. Die Gloves sind immer noch als aktives Giveaway drin. Die gehen am 9.9. glaube ich raus oder am 8.9. Ist ja ein Sub-Giveaway, das wisst ihr also. Wer Sub ist, nimmt da automatisch dran teil. Man muss nicht da sein. Man muss einfach nur auf der Sub-Liste stehen. Und demnächst wird auch wieder ein Knife, ein StatTrak-Knife-Giveaway auf YouTube rausgehauen. Nur auf YouTube, ohne Abonnement und so weiter und so fort. Ach ja, eine Bitte hätte ich noch. Euch ist vielleicht auch gefallen, dass ich die Werbung ausgeschaltet habe auf den Videos. Es gibt jetzt ja die Möglichkeit, dass man auch auf YouTube abonnieren kann. Ich habe es schon bei vielen anderen gesehen. Ich habe es auch bei mir aktiviert. Ich habe von YouTube die Nachricht bekommen, dass es geht und dass ich es dann mal testen kann. Und ich habe es angeschaltet und finde aber den Punkt nicht. Also mit meinem Zweitkanal habe ich dann geguckt, wo dieser Abonnierknopf ist. Man kann auf YouTube eben dann genauso wie auf Twitch auch für $4.99, glaube ich, im Monat abonnieren und hat dann auch Emotes und ein besonderes Zeichen im Chat und sowas. Und ja, das wollte ich mal testen mit dem Zweitkanal, aber ich finde den Knopf nicht. Also wäre es nett, wenn ihr kurz gucken könntet, ob ihr unter dem Video hier oder auf dem Hauptkanal, also wenn ihr auf meinen Namen klickt, diesen Abonnierknopf findet. Ihr müsst nicht abonnieren, aber einfach nur, ob ihr ihn findet. Weil ich will mit meinem Zweitkanal auf jeden Fall einen Monat mal abonnieren, um zu gucken, ob man dann im Chat dieses extra Bild hat und ob man dann die Emotes machen kann. Also was heißt im Chat, in den Kommentaren. Weil, ja, einige von euch haben sich das gewünscht und da dachte ich mir, komm, scheiß der Hund drauf. Also da kann ich dann auch auf jeden Fall die Werbung ausschalten. Ja, das wäre ziemlich nice, wenn ihr das testen könntet, weil wenn es klappt, könnte ich darüber dann auch mal extra ein Video machen, so als Information, was damit möglich ist, welche Vorteile man hat und so weiter und so fort. Naja, Leute, vielen Dank für das alles. Das, was ihr seht, habt ihr bezahlt. Die Lichter, den Greenscreen und den Stuhl! Aber was mache ich eigentlich? Nicht dumm? Ich kann es dann auch vorne machen. Ja, den Stuhl, den neuen Mikrofonarm, das andere Licht. Die Tische habe ich ja schon gesagt. Einen recht großen Anteil vom PC. Die Bildschirme, die Tastatur, das Stream Deck, Die Sounddinger, das habe ich geschenkt bekommen. Nochmal vielen Dank. So ein geiles Teil. Guckt euch an, wie riesig das ist. Warte, von weiter weg sieht man das besser. Guck mal, das ist ultra fett. Und da hinten mache ich mir noch schöne Heizungleitung. Na, ich habe hier eine. Passt schon. Ja, die Heizung war angemalt. Hört auf zu lachen. Soweit so gut, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's besser. Bis zum nächsten Mal. Damn, girl.